Schönen guten Tag wieder am Dienstag hier aus Darmstadt. Wir sind alle ganz gespannt, wie der Rest der Republik, die Große Koalition, kurz vor dem Ziel, ja oder nein. Schauen wir mal. Ein Thema, das auf jeden Fall für uns bleibt, egal wer in Berlin regiert, ist das Thema Wohnungsbau, Wohnungsnot. Darmstadt hat 160.000 Einwohner, 2035 könnten es schon 185.000 sein. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Das sprichwörtliche Dach über dem Kopf, das klingt wie aus alten Zeiten. In Wahrheit haben wir es mit einer der größten sozialen Fragen unserer Gesellschaft zu tun. Die Preise sind irre. Wer ist schuld? Das Geld ist zu billig, es wird so teuer gebaut. Viele Vorschriften, etwa zum Schutz der Umwelt, müssen beachtet werden. Umgekehrt wird hier in diesem Land ganz schnell irre, wer versucht, einfach und preiswert zu bauen. Es fehlt bebaubares Land, dafür stehen auch viele Häuser wiederum leer. Spekulanten treiben ihr Unwesen, Wohlhabende können es sich leisten, Häuser leer stehen zu lassen. Bebaubare Grundstücke sind blockiert, da haben wir hier in Darmstadt mit der Starkenburg-Kaserne Dutzende Hektar in Bestlager, auch ein ziemlich negatives Beispiel dafür. Alles ein ziemliches Chaos. Einer zeigt auf den anderen. Am Ende ist es furchtbar egal. Das Thema wird uns einholen, auch bei der Rente. Wer nicht in Eigentum wohnt, der hat es im Alter von Anfang an schwerer. Das Thema spaltet die Gesellschaft auch nochmal erneut beim Thema Flüchtlinge. Am unteren Ende der Skala, wo es um preiswerten Wohnraum geht, wird alles nur noch enger und enger. Nochmal zurück zur Großen Koalition. Bislang ist die Zuständigkeit für das Bauen in Berlin in einem ziemlichen Gemischtwarenladen untergebracht, nämlich im Ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Vielleicht hängt das Thema einfach nicht hoch genug. Also, liebe Frau Merkel oder wer auch immer, beim Ressortzuschnitt für die nächste Koalition, wenn Sie wirklich mal nahe bei den Menschen sein wollen, hätten wir einen brandheißen Tipp für Sie.